Ja, und damit hallo, liebe Flugsimulator-Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem iFly-Kanal. Helpdesk Video heute einmal wieder und ihr seht schon, wir befinden uns gerade auf der FS Realistic Seite, denn heute geht es um dieses wundervolle Programm. Gibt es natürlich auch für den X-Plane. Ehrlich gesagt kommt das meines Wissens auch von X-Plane, also zu X-Plane-Zeiten wurde dieses Programm erfunden bzw. entwickelt. Und da gab es schon Version 1, jetzt die neuere Version bzw. aktuelle Version ist die Version 2. Gibt es für den X-Plane, wie schon gesagt, da heißt es dann XP Realistics und hier, wie schon gesagt, für den Flugsimulator FS Realistic, also auch hier vorhanden. Nun, was macht dieses Programm? In erster Linie tut es viele Effekte zusätzlich in euren Flugsimulator einbauen, also Dinge, die zum Beispiel eben extra Sounds anbelangen, wie zum Beispiel bessere Motorengeräusche, extra Hintergrundsounds, Sounds, wenn ihr landet, Kopfbewegungen etc. Was genau das insgesamt tut, würde ich sagen, schauen wir uns am besten an. Wie schon gesagt, dieses Programm ist sensationell und auch wirklich eine Empfehlung, nicht nur eine Empfehlung wert, sondern ich finde auch, das gehört zum absoluten Must-Have in der Flugsimulator-Welt. Also gerade wenn ihr viel fliegt, solltet ihr sehr, sehr stark darüber nachdenken, dieses Programm zu kaufen. Ab und zu gibt es dafür auch ein Sale, also für alle die, denen das vielleicht etwas zu teuer sein sollte, die können vielleicht auf den nächsten Sale drauf warten, aber dann würde ich eine unbedingte Zuschlagsempfehlung aussprechen. Nun, letzten Endes ist das, finde ich, gar nicht so teuer, beziehungsweise jeden Penny wert. Ihr seht, 33 Euro kostet das gute Programm, läuft wie schon gesagt alles im Hintergrund und ist ab und zu auch, wie schon gesagt, auch im Sale. Ihr könnt es leider nur auf SimMarket kaufen, also dazu braucht ihr natürlich einen Account und müsst ihn dort auch erstellt haben etc., um das gute Stück dann dort zu erwerben. Woanders kann man dieses Programm leider nicht bekommen. Okay, dann tue ich hier mal schließen und wenn ihr jetzt startet, euren Flugsimulator, bekommt ihr jedes Mal eine FS Realistic Nachricht. Jedes Mal, wenn ihr den Ladebildschirm seht, hört ihr dann einfach FS Realistic. Weiß ich gar nicht, was der da sagt, irgendwas mit FS Realistics und dann, wie schon gesagt, wisst ihr, dass das im Hintergrund läuft und auch funktioniert. Wie kommt ihr dahin? Einmal die Windows-Taste drücken und dann seht ihr, hier unten im Hintergrund ist ein Programm offen und das ist, wie schon gesagt, immer nur dann offen, wenn ihr den Flugsimulator in dem Flugsimulator praktisch drin seid bzw. hochgeladen habt, dann wird dieses Programm im Hintergrund ebenfalls gestartet und dann läuft das auch vor sich hin. Ihr seht, wir gehen hier mal kurz durch. Ich gehe mal kurz in den Zoom-Faktor, damit ihr besser sehen könnt. So sieht das Programm also aus, liebe Freunde. Und ihr seht schon, wie schon gesagt, hier oben FS Realistics ist relativ simpel ausgebaut. Natürlich ist alles auf Englisch, also auch da gibt es leider keine Alternative. Aber eben, ich denke, vieles ist hier selbsterklärend. Wir gehen zuerst einmal kurz auf Settings. Dann können wir hier Auto Minimize Announce Connections, Mute Background. Also da könnt ihr den Hintergrund ausschalten. Autostart, wie schon gesagt, würde ich anlassen. Das ist wichtig, der Freeze-Mode ist theoretisch Käse, den braucht ihr nur, wenn irgendwas ihr gerade aufnehmen wolltet oder eben der wenn es irgendwie zu turbulent wird oder wie auch immer. Auto-Minimize, wie schon gesagt, das müsst ihr anlassen, Autostart anlassen. Announce Connection, also das ist dieser eben, dass FS Realistics connected ist. Ah ja genau, das sagt der FS Realistics connected, das sagt er immer am Anfang, wenn ihr euch einloggt bzw. wenn ihr euren Sim hochladet. Und hier, wie schon gesagt, die Master Sound Volume About. Da könnt ihr hier nochmal schauen, da ist eure Lizenz drin. Dann, wie schon gesagt, die Manual. Falls ihr was nicht wisst, könnt ihr euch die hier runterladen. Das ist die Beschreibung, Webseite, Forum etc. etc. Da könnt ihr den Leuten schreiben, Contact Us. Sind sehr freundliche Leute übrigens. Profile, da kommen wir nachher gleich zurück. Als erstes würde ich sagen, beschreiben wir erst einmal, was kann dieses Programm? So, ihr seht schon, hier gibt es ganz viele verschiedene Optionen. Ich habe in meinem Fall meine Einstellung so eingestellt. Ihr seht das schon hier. Ein paar Sachen sind natürlich schon voreingestellt. Ich gehe jetzt hier einfach mal und mache den Master Switch. Ah, hier könnt ihr dieses ganze Programm an- und ausstellen in Profile. Und jetzt gehe ich mal kurz auf Unlink, denn dann fangen wir mal von Null an, würde ich sagen. Ihr seht jetzt, das aktive Profil ist MadDog. So heißt das Profil. Und jetzt können wir hier auf die Effekte gehen. Und die sollten hoffentlich alle jetzt zurückgesetzt sein. Jawohl, das sind sie. So. So geht's los, Freunde. Ihr könnt hier zum Beispiel jetzt auf die Profil-Cloud gehen und dann könnt ihr sehen, da gibt es Leute, die haben hier schon für die MadDog zum Beispiel ein Profil erstellt und dieses wurde auch bewertet und da könnt ihr
sehen hier zum Beispiel, da könnt ihr das einfach importieren bzw. übernehmen. Das ist eine einfache Variante, aber wenn ihr selbst alles eingeben wollt, dann wie schon gesagt, müsst ihr das hier tun. Ist übrigens auch eine neue Option mit diesem Share bzw. eben diesem Import. Ist eine coole Sache, wie ich finde. Aber eben, das müsst ihr einfach selbst ausprobieren. Da müsst ihr einfach hier auf Import gehen, dann importiert ihr euch das einfach rein und dann habt ihr hier alles vor eingestellt und fix und fertig, wenn ihr keine Lust habt, euch hier durchzuscrewen. Ich stelle meistens immer eine Einstellung ein und übernehme die dann für alle Flugzeuge, weil eben ich gebe mich damit eben zufrieden. Aber eben, das liegt in alles in eurem Ermessen. Ihr könnt da schauen, wie ihr wollt. Also, wir fangen mal von Null an. Hier, wie schon gesagt, geht es um den Airframe Wind. Bei jeder Option, die ihr habt, könnt ihr hier einmal auf Preview gehen. Es ist ziemlich laut, dann hört ihr jetzt, wie schon gesagt, wie das klingt. Das ist einfach der Wind. Da steht, when applying appropriate control movements, also wenn ihr zum Beispiel sehr stark nach rechts oder nach links, wie sagt man, ja, lenken müsst oder drehen müsst, dann hört ihr eben den Extra-Sound, Wind praktisch. Und hier könnt ihr zum Beispiel noch einstellen, was für ein Wind das sein soll. Ihr seht, hier gibt es 7 verschiedene Windarten. Und hier auf Preview könnt ihr eben hier die Lautstärke einstellen. Und hier unten eben vom Wind ebenfalls nochmal die Lautstärke. So, genau. Also das ist, wie schon gesagt, euer zusätzlicher Wind. So würde das klingen. Hier könnt ihr zum Beispiel auf Reset gehen. Das würde alles resetten. Und dann habt ihr praktisch wieder eure von Null anfangende Zahl. Autospeed Brakes, auch hier. Einmal draufklicken. Und dann hört ihr, wie das klingt. Das ist dieser Sound, wenn ihr zum Beispiel eben die Speed Brakes automatisch hochfahren. Wenn ihr am Landen seid, dann eben klingt das so. Und da auch hier könnt ihr einstellen, da gibt es tatsächlich nur einen, aber eben auch für den, glaube ich, gibt es dann in Zukunft verschiedene. Hier könnt ihr nach links und nach rechts klicken, also auch das wäre möglich, aber jetzt hier gibt es tatsächlich nur den einen. Dann hier für die alle Hubschrauberfreunde gibt es ebenfalls Hubschrauberunterstützung. Den könnt ihr hier anmachen. Seht ihr auch schon hier die Bewegung. Also auch das ist möglich. Brakes, dann hört ihr hier, wenn ihr zusätzlich bremst. So klingt das dann. Ihr könnt hier, wie schon gesagt, verschiedene Bremsen einstellen. Wir gehen mal hier kurz auf die 1. Oder hier auf die 2. Einen Moment, müssen wir nochmal kurz. Also eben, das ist ganz unterschiedlich, ist ziemlich cool gemacht. Ich habe die Bremse 3 drin, aber eben, das liegt bei jedem selbst. Dann gibt es hier, wie schon gesagt, noch eine Atmungsfunktion. Heißt nur Preview Effect, das ist okay. Also wie schon gesagt, da hört ihr eben leichte Bewegungen etc. oder eben das Atmen vom Piloten. Dann hier die Cabin Ambience, das ist ziemlich cool. Da hört ihr eben im Hintergrund die Leute reden. Ich mache mir ja gerade ein bisschen lauter, weil die habe ich auch runtergestellt. Da könnt ihr die hier zum Beispiel sagen in einer großen Kabine und dann hier in der kleinen Kabine. Ich persönlich finde die halt ziemlich laut. Deswegen, ich habe sie jetzt für mich ganz ausgestellt, weil eben wenn ihr Packex habt und so weiter, dann kann ich das nur empfehlen, die auszustellen, weil dann habt ihr sonst viel zu viele Leute, die reden und insgesamt wird es dann lauter. About, hier könnt ihr zum Beispiel Difficulty Calls Out, Clear Prop etc., Engine Start und so weiter. Könnte man dann hier einstellen. Clear Prop. Dann hört ihr hier den guten Mann, der dann solche Sachen Clear Prop. Noch sagt, aber eben wie schon gesagt, das ist jetzt auch nicht so mein Fall. Cockpit Ambience, das ist ganz cool. Da können wir hier einmal drauf gehen. Da geht es eben darum, die aktiven Sounds im Cockpit zu haben. Also hier können wir zum Beispiel hier mal kurz, ihr hört schon, so klingt das dann. Da hört ihr dann eben den Kapitän, wie er gerade sich sämtliche Sounds im Hintergrund. Ich habe die für mich ausgeschaltet, denn die nerven mit der Zeit. Aber eben da könnt ihr euch, wie schon gesagt, selbst aussuchen, wie ihr das für richtig befindet. Wenn ihr kurz vor dem Crash seid zum Beispiel und ihr wisst es, dann gibt es einen großen Schrei. Also so ein Quatsch gibt es hier tatsächlich auch. Dann Engine Start, das ist auch ganz amüsant. Hier könnt ihr mal schauen, wie das aussieht, wenn ihr zum Beispiel in einer 172er Cessna sitzt. Seht ihr hier, so bewegt sich das dann, wenn ihr gerade die Rotorblätter sich halt eben bewegen. Dann Engine Vibrations, auch die könnt ihr hier einstellen.
Das ist, wenn ihr praktisch beschleunigt, Stable RPM, also wenn ihr, wie sagt man, beschleunigt habt und bleibt auf derselben Umdrehung für die Engine, also für die Maschinen, dann wie schon gesagt, habt ihr auch eine Bewegungsart und eben hier Acceleration, also wenn ihr beschleunigt, dann vibriert das Cockpit ebenfalls. Dann hier die Flaps Drag, also ich persönlich habe die immer ausgeschalten, weil das gibt erstens einen riesen Lärm, wenn ihr die Klappen runtergefahren habt, könnt ihr natürlich leicht leiser stellen, aber eben mich stört es leider öfter mehr, als es mir wirklich was bringt. Dann hier Sounds für die Flaps, also auch das gibt es hier, da hört ihr schon, könnt ihr aber auch einstellen auf verschiedenen, hier zum Beispiel, klingt auch super, oder eben hier. Also eben, das ist je nach Ermessen, Freunde, da könnt ihr euch, wie schon gesagt, alles selber einstellen. Ich gehe jetzt nicht auf jedes einzelne Detail ein, aber wie schon gesagt, kann ich euch nur ans Herz legen. Flap Stress, auch das schalte ich lieber aus, weil ihr seht schon hier, dann vibriert halt nonstop euer Flugzeug. Wenn die Klappen etwas überstrapaziert werden, ist ganz nett, wie schon gesagt, wenn man eine Cessna fliegt, gibt das den Ganzen so ein bisschen, ja, den extra Kick, aber eben, das liegt eben im Auge des Ermessens. Hier seht ihr hier zum Beispiel die G-Forces. Also wenn ihr landet und so weiter, dann bewegt sich eben das Cockpit. Oder eben je nachdem, wenn ihr das Flugzeug sehr stark in die Höhe oder nach unten neigt, dann habt ihr eben die G-Kräfte und wie schon gesagt, dann seht ihr den Kopf, wie er sich bewegt. Den könnt ihr natürlich hier reduzieren, könnt ihr zum Beispiel sagen, hier weniger. Dann bewegt ihr euch nur so oder wie schon gesagt auf 50. Tatsächlich muss ich gestehen, die in vielen Dingen sind die normalen eingestellten Einstellungen ziemlich gut. Also da braucht ihr eigentlich gar nicht viel zu ändern. Es ist wie schon gesagt immer nach Gefühl, wie laut wollt ihr es haben oder wie laut wollt ihr es nicht haben. Gear Drag, auch hier hört ihr dann, wenn das Fahrwerk ausgefahren ist, wie es dann klingt. Auch das kann man ein bisschen leiser stellen. Und hier die Movements seht ihr auch schon, aber das ist ziemlich cool, aber eben. Wie schon gesagt, das ist alles, liegt alles in eurem Ermessen, was euch da gefällt oder was nicht. Auch hier die Ground Effects, kurz bevor ihr landet. So klingt das dann. Ground Roll, wenn ihr rollt, dann seht ihr hier eben ebenfalls beim Taxi oder eben wie schon gesagt beim Starten auf der Runway oder beim Landen. Auch hier könnt ihr die Head Movements einstellen, wie stark ihr nach rechts oder nach links gucken wollt, wenn ihr euch nach rechts oder nach links bewegt. Und hier eben auch der Ground Speed, 50%, also lässt sich alles einstellen, wie schon gesagt, klasse Sache. Geht bis ins Detail rein. Das Einzige, was mir tatsächlich nicht so gefällt, beziehungsweise was ich so schade finde, es fehlen die Bumps. Sie hätten ja tatsächlich noch so extra Bumps einbauen können, wenn ihr zum Beispiel eben über die Taxiway fahrt. Es ist ja auch so wie in echt, da rüttelt's und schüttelt's dann halt schon ganz schön. Hier könnt ihr einstellen, was für Applaus ihr haben wollt, wenn ihr ordentlich gelandet seid. Good Landing, Bad Landing. Das ist, wie schon gesagt, wenn ihr random am habt, dann sucht ihr jedes Mal bei jedem Flug einen neuen Sound aus. Das ist noch ein bisschen besser und gibt noch etwas mehr Dynamik. Over-G, wenn ihr etwas zu stark überm G seid, dann wie schon gesagt, ja, werdet ihr das auch mitbekommen. Dann habt ihr hier noch Overspeed, wenn ihr zu schnell seid, dann seht ihr hier, wie euer Cockpit ordentlich geschüttelt wird. Reverse Thrust, auch der ist dabei. Ja, der klingt jetzt gar nicht, aber normalerweise sollte der. Nun, das ist wie schon gesagt, wenn ihr den Reverse Thrust eingibt, dann habt ihr eben auch noch dafür die Sounds. Dann hier Scary Ride, wenn ihr es übertreibt, dann hört ihr die Leute schreien, hysterisch, aber eben auch das gibt es hier, ist aber Quatsch. Und dann gibt es auch hier das, natürlich Covid-19. Man kann auch niesen, tatsächlich, für die ganz Verrückten. Aber auch das stelle ich aus, weil das ist totaler Käse. Auch das ist ziemlich nervig, wenn ihr die Speed Brakes Drag habt. Da hört ihr schon hier und dann dieses Vibrieren ist nervig wie Ende. Wenn ihr gerade beim Flug die Speed Brakes rausfahrt, dann schüttelt das wie verrückt und ist laut und nervt einfach nur. Aber eben, auch das ist, wie schon gesagt, alles Geschmackssache. Könnt ihr anlassen oder auch nicht. Liegt alles in eurem Ermessen. Dann, wie schon gesagt, was haben wir hier noch? Ah ja, der Stall Buffet, wenn es ins Stall kommt. Das ist natürlich dann auch nochmal ein guter Schuss an Realismus. Stick Shaker, auch das ist der Klassiker. Wenn es natürlich schüttelt, dann hört ihr das. Auch hier, sehr amüsant. Wenn ihr, oder wenn jemand gerade auf dem Klo war, werdet ihr das auch hören. Also ihr seht schon, die achten zum Teil auf wirklich amüsante Sachen. Dann hier beim Aufsetzen die Preview, da ist das Head Movement, das wollte ich sowieso mal ein Stück zurücksetzen. Gut, dass ich das gerade sehe, denn das ist zu heftig. Ihr seht schon, wenn man nämlich vorne aufsetzt, das ist manchmal etwas übertrieben. Lässt sich aber, wie schon gesagt, alles
einstellen. Auch hier der Touchdown. Kann man, wie schon gesagt, hier einstellen, wie stark soll der Touchdown sein bei minus 150, wie stark soll der Touchdown sein zum Beispiel hier bei 31, wie nur ganz leicht. Also es lässt sich hier alles, wie schon gesagt, einstellen. Ziemlich coole Sache, wie ich finde. Ja. Dann, was haben wir noch? Turbulenzen. Das ist ganz wichtig. Das ist sehr gut gemacht. Auch hier die Shakings kann man etwas runterstellen, sind etwas laut. Aber eben hier schon gesagt, könnt ihr hier die Range einstellen, die Smoothness und so weiter. Also wie stark soll das vibrieren etc. Aber auch das kann ich euch empfehlen, ist eine coole Sache. Dann hier den Wing Wheel. Auch das, wenn ihr, wenn ihr hört, wenn sich die Klappen öffnen, die das Landefahrwerk, dann beziehungsweise das Fahrwerk öffnet, dann hört ihr eben diesen Sound. Auch alles sehr realistisch gemacht. Windambiente. Das ist etwas nervig, die schalte ich meistens aus, weil die ist einfach mir viel zu laut. Das ist, wenn ihr hier draußen hingeht und dann schaltet ihr hier die Windambiente an, dann hört ihr das jetzt zwar ganz leise, weil es ist nicht windig in München gerade, aber wenn es windig ist, dann werdet ihr wahnsinnig so laut, wie das ist. Also eben, ist absolut nicht meine Welt. Ich schalte den immer relativ weit runter, damit ich die Sounds zwar höre, aber wirklich nur leise. Und dann noch das größte nervige Ding, der Windshield. Ah, da muss ich wieder rein ins Cockpit. Sehr amüsant, dass die auch darauf geguckt haben. So klingt das dann, wenn man die ganze Zeit fliegt. Das kann sogar noch lauter werden. Also das kann euch absolut in den Wahnsinn treiben. Ganz am Anfang vor allen Dingen, wo ich es noch nicht wusste, hatte ich das Ganze hier installiert. Und dann dachte ich mir beim Fliegen, verflucht nochmal, das ist so laut. Das war zum Teil so laut, dass man eben die Engines kaum gehört hat. Also Katastrophe. Kann ich euch nur empfehlen, schaltet das aus. Mit den Sounds, die ihr habt von FT-Sim oder weiß der Geier von wem, habt ihr sowieso die Windshield-Sounds drin und die sind meines Erachtens sogar nochmal besser, vor allen Dingen auch leiser. Ihr könnt das natürlich hier auf 2% runterschalten, aber selbst dann war es mir wirklich manchmal zu laut. Aber das ist natürlich alles mein Empfinden. Da könnt ihr, wie schon gesagt, euch das selber einstellen, wie ihr das gerne habt. So, und wenn ihr das einmal gemacht habt, wie jetzt ich hier zum Beispiel, das gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt alles hier eingestellt, dann habt ihr jetzt die feste Einstellung und dieses auf das Profil MadDog X. Jetzt habt ihr eben, wie schon gesagt, die Option, ihr könnt hier auf die Profilcloud gehen und könnt hier auf Share, dass ihr dann sagen könnt, okay, ich will meine Sache teilen, weil ich das so toll finde, vielleicht mag das jemand anders auch, dann könnt ihr einfach auf Share gehen und dann wird euer, euer Profil hier gelistet. Wenn ihr das aber, wie schon gesagt, für euch selbst behalten wollt, wie auch immer, und es in ein anderes Flugzeug importieren wollt, beziehungsweise reinbringen wollt, jetzt gehen wir mal davon aus, wir wechseln jetzt von der MadDog auf eine 32NX oder auf die Phoenix oder weiß der Geier auf was für ein anderes Flugzeug und ihr wollt aber diesen Sound übernehmen, weil ihr denkt, ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal alles hier durchzugehen, warum soll ich das für jedes Flugzeug einzeln eingeben, dann könntet ihr einfach hier auf Link to Profile gehen, einmal da draufklicken. Ich habe zum Beispiel meine normalen Sounds alle beim Fly-by-Wire A320neo drin, da klicke ich einfach hier drauf und sage Link und schwuppdiwupps, ihr hört schon, hat sich jetzt die Sound ein bisschen geändert und es ist verlinkt und jetzt habe ich hier meine ganz normalen Sounds drin. Ihr seht, das ist aus. Wunderbar, dann geht es mir gut. Und dann, wie schon gesagt, hat sich das erledigt. Ein anderer wichtiger Aspekt noch, nicht vergessen, niemals hier draufklicken, weil dann schließt ihr FS Realistic. Dann müsst ihr das nochmal manuell hochladen. Immer hier drauf gehen auf Minimieren, denn dieses Programm muss im Hintergrund laufen, sonst wird es nicht funktionieren. Ja, und das war es dann auch schon mit FS Realistics. Das ist eigentlich das, was FS Realistic kann. Wie schon gesagt, klingt vielleicht nach etwas Amüsantem oder ein bisschen mehr nach Spielzeug, aber ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen, da dieses, Programm, ja, wenn ihr es nicht mehr habt, ihr werdet es absolut vermissen in jeder Sekunde, weil dieses Programm bereichert einfach den Flugsimulator um Welten. Und damit würde ich sagen, hat sich das hoffentlich geklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, wie schon gesagt, kommt gerne in meinen Discord-Channel. Den habe ich unten wie immer in der Videobeschreibung drin. Schaut da mal gerne vorbei. Ich freue mich über jede neue Ankunft von euch. Jeden neuen, der da beitritt. Und da gibt es, wie schon gesagt, auch ganz viele andere tolle Sachen. Vor allen Dingen die News. Die werden euch vielleicht interessieren, wenn ihr euch immer up-to-date halten wollt, was gerade so in der Sim-Welt passiert. Vor allen Dingen, was es Neues gibt. Dann, wie schon gesagt, kommt auf diesen Discord-Channel. Da könnt ihr unter den News-Rubriken so vieles sehen. Auch Screenshots teilen und Reisefotos und weiß nicht der Geier, ganz viel Lustiges. Vor allen Dingen auch im Chat. Also kommt da gerne mal vorbei in meinen Discord-Channel. Ich freue mich auf euch. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch helfen. Und lasst mir gerne, wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like da, das ist sehr wichtig und vor allen Dingen auch ein Abo, wenn euch das gefallen hat. Falls ihr das noch nicht schon haben solltet, dann, wie schon gesagt, ebenfalls gerne ein Abo hinterlassen und damit sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Immer schön brav weiterfliegen, euer Blade Runner.